Hallo Freunde der Spiegeltun, willkommen zurück bei Dead in Wineland. Wir starten sofort mit der Nacht. Moment, wir gucken erstmal, irgendwas kann ich noch reparieren. Ja. Das Bergbaulager. Da müssen wir eben morgen schauen. Und sonst waren wir, glaube ich, fast fertig. Was habe ich noch aufgedeckt? Ein Wald. Mit einem schaurigen Knochenhaufen. Herumschauen. Du schaust mal herum. Du siehst dich um, um herauszufinden, ob es noch etwas außer dem Haufen gibt. Aber du siehst nur die Bäume, die dich umgeben. Die Atmosphäre ist seltsam. Du fühlst dich, als würde der Wald dich beobachten und darauf warten, dass etwas passiert. Du weißt, dass es etwas mit dem Knochenhaufen zu tun haben muss. Du kannst es spüren, doch seltsamerweise rufen diese Knochen eine Angst hervor, die du dir nicht erklären kannst. Ich platziere einen Knochen. Du platzierst einen Knochen sorgfältig auf dem Haufen. Du willst, dass er perfekt zu den anderen Knochen passt. Danach fühlst du dich besser, leichter. Das Segen der Knochen. Was bringt mir dieser Segen? Minus 25% auf Hungererhöhung. Wenn das so ist, ein Hoch auf die Knochen. Und ja, ich habe mit der Schwertkämpferin nicht geredet. Es gab in letzter Zeit ein paar Gespräche darüber, dass du in Zukunft Anführer unseres Dorfes sein sollst. Jeder war sich darin einig, dass du es machen sollst. Ist es dir egal? Wenn sich alle darin einig sind, dann habe ich wohl keine Wahl. Du hast immer eine Wahl. Ich kann Leute nicht ausstehen, die einfach mit der Masse gehen. Freiheit ist nur eine Illusion. Es wird immer jemanden geben, der dich dazu verleitet, etwas zu tun, das du nicht möchtest. Deine Eltern, dein Chef, dein Jarl, Björn, deine Leute. Deine Frau? Sie sind nicht... Ah, scheiße, ich zerstöre noch die Beziehung zwischen denen. Wenn ich weiter so mache. Hauptsache Cisse erzählt nichts mehr nachts. Drogenopfer. Hund rennt wieder in der Bude rum und guckt sich die Wände an. So, wohlgenährt. Ich habe außerdem den Hund unterm Tisch jetzt getroffen, weil der sich so zwischen meinen Stuhl gelegt hat. Sowas passiert, wenn man ein Haustier hat. So, du pflügst jetzt den Garten um. Ihr erntet nochmal ohne Fokus. Tja, ihr werdet die Flaschen fertigstellen. Habe ich keine Chance, irgendwo noch Flaschen zu bekommen. Ne, das Pulver, Wissen, Saatgut, das hilft mir nicht.
wieder mich verprügelt, dann ist es halt so. Schafe füttern kann ich auch nicht. Ich brauche das für andere Sachen. Moment, du gehst vom Ernten rüber auf die Jagd. Ihr könnt gern beide weiter Holz sammeln. Tja, schön. Ja, da kommt der Kacktyp jetzt schon. Oh, gute Jagd. Da kommt das schon. Gib weniger. Gib 20 Bier. Wir können dir nur so viel geben. Björn wird aber enttäuscht sein, mein kleines Schätzchen. Sehr enttäuscht. Der nächste Tribut für meinen Meister Björn, gepriesen sei der Name. 60 Holz. Buh, bye. Hm. Holz kann der gerne jedes Mal fordern. Weil ich das wenigstens produziere wie ein Bekloppter. So, gerne Weizen anpflanzen. Nahrung für alle herstellen. Ja, reinigen noch ein bisschen Wasser rüber. Ups, Entschuldigung, Schatz. Oh, heute habe ich es aber auch mit dir. Unter mir, also unter meinem Tisch. Ich glaube, du hast immer noch die Krankheit. Ja, du bist immer noch fiebrig. Genau, das wollte ich ja auch noch bauen. 25% weniger Wahrscheinlichkeit bei Erkundung einen Kampf auszulösen. Und bei dir müssten wir jetzt Seile herstellen, weil wir haben 0. Und unsere Ställe sind zum Beispiel ziemlich am Arsch. Ach, darf man das sagen? Ja, am Arsch darf man sagen heutzutage. Wenigstens kann ich die Tiere wieder füttern. Ah, scheiße. Jetzt habe ich einen Stoff verwendet, ne? Ach komm. Was können wir alternativ machen? Mehr Trinkwasser, weniger Erschöpfung, nee, mehr Holzertrag. Guck mal, wir können dann einfach mal hier Stadt bauen für den mehr Holzertrag. Freut er sich ein Ast. Oh, er hat 70% Chance, das zu heilen. Er hat schon zweimal verkackt dabei. Ich kann selbst das alte Schaf wieder gesund machen, dank den Ausbauten da oben. Wir haben schon lange nicht mehr gekämpft.
und wir kämpfen anscheinend jetzt auch nicht. Obst und Laub. Das Laub untersuchen. Intelligenz. Dieser Blätterhaufen verwirrt dich. Es ist seltsam, dass er hier gelassen wurde, mitten im Wald. Niemand wäre so dumm, seine Beute liegen zu lassen. Nein, wirklich, du findest das viel zu fragwürdig. Du nimmst dir einen Zweig, der lang genug ist, um die Blätter zu berühren, ohne ihnen zu nahe zu kommen. Dann schlägst du auf den Haufen, nichts passiert. Das ist ermutigend. Trotzdem drückst du auf eine Frucht, die zwischen den Blättern hervorsteht, bis du ein paar Sekunden später ein gedämpftes Geräusch wahrnimmst. Das überrascht dich, weshalb du das mit einer anderen Frucht wiederholst, und als du das Geräusch wieder hörst, verstehst du, dass sich tatsächlich etwas darunter befindet. Du entfernst vorsichtig ein paar Blätter, um zu sehen, was sich darunter befindet, und machst eine überraschende und beunruhigende Entdeckung. Unter dem Blätterhaufen, der von einer kleinen hölzernen Konstruktion zusammengehalten wird, befindet sich ein tiefes Loch, das vorsätzlich versteckt wurde. Das ist offensichtlich eine Falle. Oh, Intelligenz plus 5. Falle entschärfen. Die Konstruktion der Falle ist sehr einfach. Du kannst sie ganz einfach mit deinen bloßen Händen beseitigen und die Blätter und Früchte, die darauf liegen, mitnehmen. Trotzdem musst du sehr vorsichtig sein, wenn du nicht in das Loch fallen willst. Oh. Du beschließt, die Falle zu entschärfen, verlierst aber das Gleichgewicht und stürzt in das Loch. Aua. Du bist in ein ziemlich tiefes Loch gefallen und ein paar Knochen, die auf dem Boden liegen, lassen darauf schließen, dass du nicht der Erste bist, der in diesem Loch ist. Du musst dir sofort raus, ansonsten wirst du schon bald den Boden bedecken. Tja, immerhin hat er Gewandtheit dazu bekommen, dadurch, dass er ins Loch gefallen ist. So, stellen wir morgen 5 Stoff her. Machen wir dich zu einem noch besseren Ernter. Das ist gegen Hunger. Ich suche eigentlich was. Haben nichts mehr, was so helfen könnte. Endlich. Wir haben es nur 4-mal versuchen müssen bei 70%. Wer ist der Nächste mit einer permanenten Geschichte gerade? Allergien. Du hast Halsschmerzen. Ah, okay. Kari ist als Nächstes dran und kann versuchen, ihre Krankheit loszuwerden. Hast du Lust, mit mir was zu trinken? Hast du denn Sake? Okay. Das werte ich mal als ein Ja. Kopf hoch, Tomoe. Wir sind hier zwar an den Toren zu hell, aber wenigstens haben wir Bier. Hm, was soll's? Warst du eine Adlige, wo du früher gelebt hast? Adelig? Seufz. Ja, könnte man so sagen.
Tochter eines mächtigen Fürsten, Ehefrau eines noch mächtigeren Fürsten, Mutter eines angehenden Fürsten. Beeindruckend. Und wie kommt es, dass eine feine Dame wie du dann auf so einer Insel landet? Es ist etwas passiert. Ich war gezwungen zu fliehen. Der Ehrenkodex ist gebrochen. Irgendwas passiert häufig. Was war aber dieses Irgendwas? Ich sterbe hier vor Neugier. Was? Komm schon. Du kannst das Gespräch doch nicht so einfach beenden. Okay, okay. Gute Nacht. Verschwiegen. Spricht nie wieder. So sollen Allergien enden, Fieberfrost endet, Fieber hinzugefügt. Aber da wollen wir ja dran arbeiten jetzt am nächsten Tag. Einfacher Regen? Nee, es stürme, scheiße. Das braucht nicht mehr so viel. Dann kann Moira die Herstellung vom Stoff übernehmen. Eirik geht mal angeln. Weil er das so gut kann. Du musst mal deine Depression bekämpfen. Gerne im Feiermodus. Haben wir noch jemanden, der depressiv ist im Moment? Ach, ihr seid alle viel zu gut drauf. Dann trinkst du halt mit der Mutter. Endlich darf ich Alkohol trinken, seitdem das Kind aus mir rausgeschlüpft ist. Okay. Bitte heil das Fieber. Na, okay. Hautausschlag ist wenigstens weg. So, besauft euch und seid glücklich. Ach, das ist okay, wenn das Schaden nimmt. Sehr schön. Genug Fisch für alle. Er benutzt schon die Eisenaxt, um mehr Holz zu ernten. Du bist verwundet. Lass mich dir helfen. Ich habe auf dem Schlachtfeld gelernt, wie man eine Grundheilung durchführt. Leg dich hin und halte still. Oh, krass. Aber du bist doch gar nicht als Heilerin von den Skills her eingetragen, oder? Ja, okay. Heilung 26. Verschwiegen. Sie ist besser in Tarnung.
Wie kann es sein, dass sie jetzt schon eine negative Meinung hat über Knut? Die hat noch gar nicht mit Knut geredet. Unglaublich. Ihr müsst trotzdem zusammenarbeiten. Machen wir das für die Expeditionsstation mit der Erkundung. Unauffällige Umhänge. Was macht Eirik jetzt? Tauschen mit der Dame. Wo soll er hin? Ach, hängt in... Ah, nee. Ah, Hilfe! Du musst auch keinen Stein abbauen, aber was soll ich mit dir machen? Dann chill halt. Oder muss jemand anders im Moment chillen, den ich ersetzen kann mit dir? Kochen ist auch unwichtig an der Stelle. Er erholt sich eigentlich gerade sowieso. Dann hilfst du deinem Mann bei der Herstellung. Brauchst du eigentlich nicht, weil der ist schnell genug fertig damit, aber... Was soll's. Sehr schön. Fieber geheilt. Na, ich glaube, dafür brauche ich Stoff zum Reparieren. Es ist Sonntag, Fischtag. Immer noch kein Kampf. Nicht, dass ich mir einen Kampf wünsche, aber ein dunkles Wildpferd. Du siehst ein riesiges schwarzes Pferd. Es ist sehr aufgebracht und schädliche Dämpfe treten aus den Nüstern aus. Du spürst eine unheilvolle Aura, die in der Luft schwebt. Dieses Pferd scheint bösartig zu sein. Du hältst sicheren Abstand zu dem wilden Tier. Sein grauenhaftes Gewimmer lässt dich erschaudern. Du willst seine wertvollen Ressourcen nicht... an ein Pferd verschwenden. Mal gucken, ob wir das zähmen können. Ein wildes Tier wie das hier zu zähmen wäre eine beeindruckende Leistung, aber du denkst über deine Optionen nach. Schleiche dich von hinten an. Du
versteckst dich in einem Gebüsch und schleichst um das Wildpferd herum. Du näherst dich von hinten. Du bist wirklich nah dran. Du hebst die Hand, aber das Tier ist wirklich zu nervös. Sobald du es berührst, bäumt es sich auf, jammert wütend und fängt an zu treten und zu beißen. Du kassierst ein paar Schläge und gehst. Du sollst erst einen Weg finden, die Bestie zu beruhigen. Ja, zum Beispiel mit Essen. Aber den Tag beenden wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder dann heißt Dead in Wineland. Bis dann auf jeden Fall, Schöle, euer Imperator.